Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Talk. Bettini, ein Jahr später, kommt daher, weil ich das schon letztes Jahr vorgehalten. Der Talk ist so gewissermaßen so ein Verlauf darauf, noch ein bisschen Verlauf auf dem Talk, auf der Postbände, der leider ein bisschen kurz was fallen musste. Jetzt erstmal so ein kurzer Überblick darüber. Jetzt machen ja Leute schon praktisch, als es wieder gibt, da wir auch wegen Scheitungsentwurf. Nur jetzt, warum das Ganze hat 2020 angefangen, warum große Programme gibt ja schon, wie in einer Netzwerken wie KiCad, Altium, Eagle, etc. Was mir bis jetzt bei wenigen Programmen wirklich gut gefallen hat, war, wie die Verwaltung von jetzt so Bauteilen zum Pool 5 und etc. gelöst war. Und auch in Bezug darauf, dass nicht immer in Bezug zu den Teilen noch dann verbaut war, also praktisch Teil und Hersteller und Teilnummer gegeben war. Auch wichtig war mir, dass ich einen einheitlichen Editor habe. Das heißt, man hat ja Editor für Schaltplan, Board, Symbol, Package etc. Ja, wo man eigentlich recht wenig Aktionen hat, dass die Dinge verschieben, löschen etc. Das ist eigentlich übersetzbar, das macht auch die Codebasis übersichtlicher. Der Schaltplan-Editor im Besonderen sollte eben kein Malprogramm sein. Das heißt, dass der Schaltplan-Editor auch von den Netzen Ahnung hat und auch, wenn ich jetzt die Verbindungen mal, die er automatisch aufräumt, wenn wir später sehen, dass ich dann irgendwie übereinander liegen habe oder Junction-Spot habe, wo keine sein sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt war mir, dass ich meine Design-Rules, sowohl meine eigenen, so die, die im Mesh gegeben werden, auch nicht abbilden kann. Und darauf basieren auch jetzt Dinge, die wurden etc. berechnet werden können. Jetzt noch so ein paar persönliche Dinge. Habe festgestellt, dass es mir richtig Spaß macht, mit OpenGL-Grafik zu programmieren. Deshalb benutze ich jetzt auch sowohl für zwei als auch für die Herstellung OpenGL 3, also kein Legacy OpenGL 2, OpenGL NPC mehr. Und wenn man jetzt die Software so praktisch vollkommen von vorne selber geschrieben hat, kennt man natürlich auch die Architektur sehr gut und kann dann da auch sehr einfach mal seine eigenen Ideen ausprobieren. Jetzt so ein paar Details der Implementierung geschrieben, das ist das Ganze in C++ 14. Das Ganze hat eigentlich ursprünglich so in Python angefangen, dann wurde es recht schnell aufgehört, weil da auf einmal irgendwo eine Liste, wo ein Barber Doppelhead sein soll, da habe ich keinen Bock mehr auf Python gehabt. Dann hat man mit C weitergemacht, mit D-Object und so, das wurde mir auch irgendwann zu lästig, weil irgendwo D-Object anzulegen war doch immer irgendwie ein Aufwand. Habe ich mal mit C++ angefangen, das ist hier auch mein erstes C++-Projekt und ging weiter von da an, also ziemlich straightforward. Bin ungefähr 60.000 Zeilen C++ mittlerweile, plus noch ein paar mehr so an externen Libraries. Das Ganze verwendet als UI-Framework GTK in der Version größer 3.20. Also man baut dann mittlerweile auf jede halbwegs aktuellen Linux-Distribution. Genau, und verwendet als Startformat jetzt für alles so Board, Schaltplan, etc. JSON. Weil es sich angeboten hat, die Projekte, die ich habe, mit dem Maps, etc. alles einfach zu serialisieren. Man kann auch einfach mit anderen Tools umarbeiten, wenn man will. Und alles wird mit UUIDs drin, das heißt, hier ist Netz, hier ist Bauteil, alles hat eine UUID, man ist einfach Dinge zu referenzieren. Genau, im letzten Talk hatte ich so ein paar Ausblicke gegeben, da will ich jetzt mal drauf referenzieren. Also im letzten Vortrag, um ehrlich zu sagen, war der Vortrag letztes Jahr ein Jahr zu früh, da war es nicht wirklich für allgemeine Anwendung brauchbar, das ist jetzt gegeben. Damals gab es kein DAT, das heißt, man wusste nicht, ob wir jetzt irgendwie zwei Tracks so nah oder zu nah beieinander sind. Das haben wir jetzt. Netzklassen aufräumen ist auch geschehen. Ich habe auch mittlerweile auch den Layer für Pastenmaske etc. Und ich kann auch Polygone berechnen, also die Kupferflächen berechnen. Dann noch weiterhin ERC, das ist bis jetzt noch nicht geschehen, weil es noch nicht wichtig genug war. Aber ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie schwer zu bauen wäre. Ist von der Logik her recht easy, man muss das halt machen. Was ich aber habe, ist der Text und Darstellung. Größtenteils, weil das Feature war mal ein bisschen abwechslungsreich zu implementieren, hat Spaß gemacht. Ich habe auch ganz wichtig, UI und Bordtechnik und so anzulegen. Das war so eines der größten Punkte, die letztes Jahr gefehlt haben. Da gab es schon ein paar Editoren, die so ein bisschen wie Contact-E funktioniert haben, wo man YAML reinschreiben konnte. Das war nicht so wirklich das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Die parametrische Suche gibt es auch noch nicht, dass man irgendwie bei Widerständen nach Werten suchen könnte, aber ist in dem Schema da drin. Man müsste dann noch ein bisschen Reader für Born etc.
Aber ein ganz großer Punkt, nämlich die Integration von dem Picard-Router, der praktisch Online-DRC hat, wenn man sonst ziemlich gut ist, der ist drin. Und wenn ich zum Vortrag auf der Postem, hat sich von Features her eher wenig getan, aber ich habe jetzt ein wichtiges Projekt damit angefangen, nämlich meine Masterarbeit. Genau, dazu dann später noch mehr. Jetzt nochmal, um zurückzukommen auf das Problem in der Bauteilverwaltung. In vielen Programmen gibt es das Konzept von einer Library. Problem ist, man hat eine Library, hat dann darunter keine weitere Hierarchie meistens. Das ist so praktisch, fand ich ein bisschen übersichtlich. Und es ist keine Datenbank, wo man jetzt ein SQL durchsuchen könnte. Da ist es super so gelöst. Hier dieses Objekt ist eine eigene JSON-Datei. Wo die liegt, ist weitestgehend egal. Und weil die wird dann alles in eine CLI-Daten reingekippt, wo dann praktisch alles mit der Liebe, die auch referenziert ist, sondern eben auf die Datei verwiesen wird. Auch wichtig war mir, dass ich jetzt in den Pool vorteilhaftig bestellen kann. Das heißt, dass ich einfach einen Form erzeugen kann. Weil wenn ich jetzt in einem Bock habe mit einem Widerstand irgendwie 10K 603 aufbauen, ist mir wirklich weitergeholfen. Vor irgendwas, wo ich mit einem externen Prinzip Octopath oder so auf eine Partnummer komme oder sehr schön Partnummer bei mir im Design hinterlegt habe. Das Ganze sieht dann im Pool so aus. Ich habe ganz links das Part und jetzt habe ich den Punkt bekommen, wo ich ganz jetzt schon mal im Programm selber zeigen würde, nämlich in dem Editor für Part.cc. Den kann ich einfach, wenn man jetzt dieses Programm probiert, kann man einfach starten mit Horizon Pool Manager. Sieht dann so aus, wenn ich den Text lesen oder so, ich größer machen. So, noch besser. Gut. Hier wird es ein bisschen ganz so skaliert. Also ganz rechts, also jetzt an oberster Stelle habe ich das Part. Ein Part ist immer, wie man es hier sieht, was mit Hersteller. Noch Hersteller-Teilnummer, jetzt hier aufmachen, sieht es im Editor von einem Part, jetzt hier mit den Feldern, wie jetzt eben Teilnummer vom Hersteller, und jetzt wirklich die ganze Teilnummer, das heißt mit allen Suffixen hinten dran, dass man so einfach bestellen kann und man immer selber Part kriegt, eben noch links auf Datenblatt und noch Tags, Tags-Informationen hat die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu probieren. Wenn man jetzt auch irgendwann feststellt, wir doch praktisch irgendeine Art von Hierarchie haben, ist auch kein Problem, sowas noch einzubauen. Ein Part macht auch die Zuordnung von den Pins in der Entity auf die Pads im Package selber. Die kann man halt mit hier, wie jetzt zum Beispiel auf dem Eagle auch, eine so eine Liste, wo ich jetzt hier von einzelnen Gates meine Pins sehe und hier meine Pads in den zuordnen kann. Jetzt habe ich das Problem, ich habe jetzt bei Widerständen, ich habe ganz oft Widerstände, die haben ständig nur im Wert. Jetzt soll ich dafür jetzt immer das Mapping machen müsste. Dafür können die Parts voneinander erben. Das kann dann sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier einmal zur Spät so ein Part Base 0603 Resistor. Den ist jetzt definiert. Ich habe hier Entity und Package und die Zuordnung von den Pins. Jetzt hier Octopart und ein Path Library, CPL Resistor irgendwas. Dann erbt der einen welche hier von Base Resistor und kann ich dann hier Werte und so eintragen. Das Ganze kann man auch beliebig schachteln. Jetzt irgendwie da. Wenn man sich den dann einfach machen, dann gibt es keine Grenze, inwieweit man da jetzt weiter vererben kann. Dann zu so einem Part referenziert, zum einen Entity und Package. Fange ich mal mit dem Package an. Package ist, wie man schon denken kann, die Repräsentation von eben dem Bauteil dann auf dem Board. Und das ist doch ein bisschen anders in der Schrift hier. Mache jetzt mal hier den QFN-Package auf und kann ich einfach suchen. Jetzt sollte man allerdings vielleicht noch mehr sehen, aber ein bisschen schade jetzt. Kann ich jetzt den Editor aufmachen? Ist jetzt hier der Editor, von dem ich einmal gesprochen hatte. Jetzt in der Ausführung zum Package editieren. Hier links sehe ich jetzt meinen Layer mit den entsprechenden Layer-Namen, wie man es als anderen Software auch kennt. Kann jetzt hier umschalten, ob das Layer an oder aus sein. Da klicken. Und wenn das Layer an- oder aus sein soll, dann da den Assign-Kurs umschalten, jetzt hier zwischen mit nur Render
schraffiert, gefüllt oder gefüllt mit Stenciling aktiv, dass nicht so fett gemalt wird. Das jetzt mal so. In so einem Package besteht aus mehreren Dingen. Da werden zum einen mal die Pads, die so ein Pad hat Parameter, mit denen man die Größe angeben kann. Genau. Und neben dem Pad gibt es auch noch viele andere Layer. Zum Beispiel einmal das Layer für den Silkscreen. Das sind dann eben Reference Designations drin und die Linien für die Filtrierung. Dann noch eine Plastikmaske, die kommt aus dem Pad. Im Package Layer selber macht man praktisch die Outline von dem Bordteil rein. Wie es dann wie da drin steht, das ist das Assembly Layer. Da malt man rein Outline mit einem einzelnen Indikator. Ich will jetzt in dem Fall hier, jetzt ist das hier ein Package Layer Decken, mache ich das mal kurz aus. Das, was man jetzt hier grau sieht, wäre jetzt das Assembly Layer. Das wird dann verwendet werden für den Assembly-Ausdruck. Praktisch dann mit Strukturplanung, das Wort dann mit einem Stück bzw. inspiziert hinterher. Außerdem ist noch das Vorteil-Layer, das hat praktisch angibt, in welchem Bereich das Wort auf dem Board braucht, in dem anderen Wort sein dürfen, dass jetzt auch die Pigmentation und so alles noch richtig hinkommt. Seht dieses. Noch weiterhin habe ich noch, sieht man sich noch schon in der Integration. Ich kann jedem Package noch ein oder mehrere 3D-Modelle zuweisen, die jetzt sowohl mit Bosch als auch in den Step-Export verwendet werden können. Ich kann dann mehrere Modelle nehmen, dass ich zum Beispiel jetzt bei so Testpunkten, die es mehrere Farben gibt, das Vorteil einmal da habe, kann einfach in den Modellen, weil ich da mehrere Modelle habe, die verschiedenen Farben. Da kann ich das Paar zum entsprechenden Modell auswählen. Wie es denke ich schon einmal, mache ich auch weniger Redundanz damit dann. Zum Drehvorschlag und dann später nochmal mehr, wenn ich auf das Wort Editor eingehe. Dinge wie jetzt zum Beispiel die Ausdehnung von Vorteil möchte man hier auch später im Board ändern können, weil je nachdem, wie man das Board fertig hat, man da andere Vorstellungen. Das möchte man also nicht fest im Package drin haben. Jetzt gibt es die Parameter. Um diese Parameter dann anzuwenden, kann man nicht im Package stehen, nicht in der Skriptzeile. Das ist jetzt so eine eigene Klasse, die ist gespeichert, die ist recht simpel, da ist stackbasiert. Die Kombination da ist ein bisschen. Mit der wird dann eben jeder Parameter abgefragt, dementsprechend wird das Kreuzrechteck installiert, dass das auch den Vorstellungen entspricht. Dann habe ich hier auch noch Checks drin, mit denen kann ich einfach so gucken, ob das Package prinzipiell so Dinge erfüllt, wie zum Beispiel, ich habe Reference Designator drin, die zum Beispiel jetzt den hier rauslöschen wird hier mit dem Fehler kommen, dass ich hier einen Reference Designator im Sitzchen bräuchte. Wenn jetzt Leute da Orte einreichen und ins Bank, dass sie schon mal gucken können, ob sie schon mal alles richtig gemacht haben. Zum Schützen von neuen Bauteilen gibt es noch einen Footprint Generator. Mit dem kann ich die hier für Pattern, die jetzt üblich sind, wie jetzt hier zweireihig jetzt für DIP oder verschiedene SMDs, einfach die Pads in einer richtigen Abstand und Größe erzeugen. Kann mir auch für einreihig betrachtet spielt QFN oder QFPs, heute auch für BGA-Packages, die Pads gleich alle auf einen Schlag drücken, ohne jedes Pad einzeln anzulegen, heute dann irgendwie mit Copy-Paste-Dinge zu tun. Genau, jetzt haben wir ein recht gutes Beispiel. Das Pad hat jetzt eine recht unübliche Form, ist praktisch so D-förmig, das heißt an einem Ende eckig, am anderen Ende abgerundet. Einige, dem haben wir so ein paar Probleme mit eigener Pad-Geometrie. In Horizon gibt es dafür Pad-Stacks, gehen jetzt da mal im Pool hin. Ein Pad-Stack ist praktisch die Definition von einem Pad. Gucken wir uns jetzt hier mal das Pad an, was wir da jetzt hatten. Das war, das hier müsste half, SMD half or round sein. Das heißt, man kann jetzt praktisch hier seine eigene Pad-Form malen. Und Pad besteht jetzt hier einmal aus Kupfer. Jetzt halt hier aus dem Rechteck und einmal aus dem Kreis da oben. Die gemeinsam die gewünschte Form ergeben.
Dann noch außenrum jetzt hier nur mit der Outline da, die Maske und auch noch die Pastenmaske, dann für Lötpaste, für Stencil und so. Jetzt habe ich hier, jetzt sieht man ja hier, es praktisch hat alles eine feste Größe. Man wird jetzt aber natürlich auch im Package selber die Padgröße anpassen können. Kann ich euch mal kurz zeigen, wie das geht. Hier einfach von jetzt so einem oder mehreren Pad hier die Parameter aufmachen. Kann jetzt hier einfach die, was zum Beispiel eine andere Pad-Height eintragen, kann die für alle übernehmen. Dann hat dieses, haben jetzt alle ausgewählten Pads die andere Breite. Damit das möglich wird, gibt es in dem Padstack-Editor auch wieder wie im Package hier diese Parameter. Jetzt hier mit einem etwas komplexeren Programm, dass jetzt hier die Parameter wie Pad-Width, Pad-Height, etc. nimmt und darauf basierend Position und Größe von diesen Shapes hier einstellt. Ist jetzt nicht sehr schön, sowas zu schreiben, aber man muss das auch nicht allzu oft machen, weil wenn man da einmal so alle Headstacks drin sind, dann hat sich das eigentlich erledigt. Genau, jetzt hatten wir bis jetzt ja so Bauteile auf dem Board repräsentiert. Was jetzt aber noch fehlt, ist das Bauteil in der Netzliste. Dafür gibt es hier die Entities. Eine Entity ist praktisch die Bauteil in Logisch. Eine Entity kann mehrere Gates haben. Gucken wir zum Beispiel hier mal so ein etwas komplexeres FPGA an. Ein FPGA hat ja eigentlich immer mehrere I/O-Bänke. Jetzt ist hier jede Bank, ist jetzt hier ein eigenes Gate. Und ein Gate wird praktisch die Instanzierung von der Unit. Jetzt auch mal ein paar andere Beispiele recht gut sehen. Jetzt zum Beispiel jetzt hier ein Quad-Op-Amp besteht viermal aus der Op-Amp-Unit und einmal aus der Unit, die Power dazu bringt. Und in den Units selber, wie man es sich vielleicht schon erwarten kann, dann die Pins definiert. Muss aber auch mal angucken, wie es dann ausschaut. Jetzt mal hier zum Beispiel bei so einem Op-Amp habe ich jetzt hier einfach die Liste von meinen Pins, Input, Output. Genau. Ich kann auch noch für Pins, kann ich auch noch alternative Namen angeben. Das ist insbesondere praktisch für jetzt Bausteine, wo die Pins mehr Funktionen haben, wie zum Beispiel Mikrocontroller. Kann ich hier mal auch ein Beispiel aufmachen. Dann kann ich jetzt hier, habe ich jetzt bei jedem Pin hier als primären Namen angegeben, die Portbezeichnung und dann als alternative Namen einfach mit Leerzeichen getrennt, dass die Pins auch für Funktionen haben können. Das kann ich an dem Schaltplan einfach auswählen. Außerdem kann ich hier für die Pins die Funktionen, die richtige Richtung angeben. Momentan sorgt es nur dafür, dass im Schaltplan ein entsprechendes Symbol dargestellt wird. Wird aber später für ERC wichtig, wenn es dann mal drin ist. Die Idee in dem Ganzen war, dass ich das Ganze so trenne, dass ich eben die physikalische und die logische Definition getrennt habe und jetzt auch Redundanzen soweit es geht vermeiden kann. Dann gibt es noch die Symbole, dass man das Ganze auch im Schaltplan sehen kann. Ein Symbol definiert selber keine Pins. Ein Symbol ist immer mit einer Unit verknüpft und nimmt sich dann daraus die Pins. Können wir mal auch so ein Symbol aufmachen. Editor ist jetzt hier wieder selber wie auch praktisch beim Package, nur im anderen Modus. Also Symbol ist jetzt auch recht simpel. Ich habe da meine Texte, Ref, Yes und Value, die dann ersetzt werden. Hab irgendwie eine Grafik, die jetzt Dinge darstellt, wie jetzt hier Outline und meine Pins eben. Bei den Pins kann ich noch so Dinge hinmachen, wie jetzt eben so den Punkt zur Invertierung oder so eine kleine Nase für Takteingang oder Symbol für Schmidt-Trigger. Oder kann auch noch Symbol hinmachen für Open Collector zum Beispiel, sowas hier. Die Pins platzieren ist auch recht einfach, kann ich jetzt mir immer alle löschen. Bedienung ist so ein bisschen ähnlich wie bei Altium, dass ich praktisch so Tastenkombinationen habe, die auch mehrere sein können. Ich drücke jetzt hier einfach zum Beispiel PP für Place Pin. Mir jetzt hier den Dialog zum Pin auswählen, kann ich jetzt mal mit einem anfangen, kann hier platzieren, den nächsten platzieren, kann einfach Enter drücken, nimmt einfach die nächsten Pins und platziert einfach weiter drunter, dass man so einfache Fälle wie jetzt hier im NU abhandeln kann. Für manche Symbole, wie zum Beispiel Widerstände, hätte man es ja recht gern, dass die Texte immer horizontal bleiben
und sich nicht mit dem Symbol mitdrehen, dass Texte dann irgendwie komisch vertikal sind. Deshalb kann ich jetzt mal das Symbol dazu aufmachen, zu dem Resistor. Dafür kann man in diesem Fenster hier, das Preview heißt, die Textplatzierungen für jede einzelne Ausrichtung festlegen, dass die immer so sind, wie man sie gerne hätte. Den Aufwand muss man sich jetzt nicht für jedes Symbol machen, weil nicht jedes Symbol in beliebigen Orientierungen meistens daherkommt. Aber jetzt für sowas wie Widerstand, Spule, Diode und so. Aber habe ich mir jetzt meinen Aufwand gemacht. Das war es heute mit der Bauteilverwaltung. Zum einen noch, wenn ich jetzt hier dieses Update-Pool mache, wie ich eben erwähnt hatte, dass alle Bauteile werden gesucht und werden in die SQLite-Datenbank geschrieben. Das ist dann eben auch die Suche hier, muss dann nicht die ganzen Dateien sich angucken, die guckt einfach nur in der Datenbank nach und macht dann die entsprechenden Dateien auf. Schon mal Fragen soweit? Ja. Also ich habe tatsächlich selber eine. Bei den Footprint-Generierungen vom BGA. Mhm. Das ist ziemlich cool gelöst. Ja. Also ich nutze selber ein Altium. Mhm. Geht in die Richtung, auch mit ähnlichem Einfachfaktor. Hast du das irgendwie, manche haben ja, was weiß ich, drei Reihen außen rum, mhm. Dann innen drin noch so ein bisschen gesprenkelt und dann nochmal so eine Ground-Insel in der Mitte so von 5x5 oder 10x10. Kann man das damit auch abbilden oder ist das dann eine Sache, die man händisch malen muss? Das gibt es momentan noch nicht. Das ist momentan einfach nur Quadrat mit PIN-Namen 1, 2, 3, 4 und A, B, C mit den entsprechend ausgelassen. Ja. Hat weil ohne I, J und was da alles dann noch unerwünscht ist. Mhm. Okay. Aber ja, so praktisch dieser Dialog hier jetzt ist auch sehr modular gehalten. Das heißt, da nochmal so ein Ding dazu zu bauen, was jetzt irgendwie da was auslassen kann oder so, ist jetzt kein großes Problem. Hm. Im Allgemeinen hat es sich gezeigt, dass es eigentlich recht einfach ist, in Software Dinge dazu zu bauen. Mir ist da nie so auf so wirkliche Roadblocks gestoßen. Cool. Wenn man mit diesem Generator sich ein Package generiert hat, zum Beispiel irgendein QFN-Package, kann man dann hinterher einfach die Parameter, die man dem Generator gegeben hat, verändern oder generiert der Generator das tatsächlich oder kann man dann noch sagen, ja, ich hätte jetzt gern alle Pads doch noch einen Millimeter länger, aber dafür auch einen Millimeter weiter nach außen? Das geht nicht, der Generator ist einfach ein ganz normaler Generator, der erzeugt einfach. Aber jetzt so Dinge wie alle länger machen, das ist kein Problem. Einfach kann ich jetzt hier, zum Beispiel jetzt mal in dem Beispiel hier, jetzt mal hier alle markieren an Pads. Das werde ich in der Mitte mal nicht mitnehmen, das will ich ja nicht ändern. Kann dann hier Edit Pad machen. Jetzt kriege ich hier diesen Dialog hier. Kann jetzt hier oben die Liste mit Pads, die ich alle ausgewählt habe. Kann hier einfach die Länge eintippen. Ist halt Height ist jetzt die Länge, weil das Pad ist ja in der normalen Orientierung einfach praktisch gedreht. Kann ich jetzt hier noch mal tippen, meinetwegen Plus 0,1, wird eine Arbeitmenge, habe ich nur für das eine übernommen. Mal Edit Pad machen, jetzt hier für alle übernehmen, dann einfach alle länger. Und ja, und verschieben kann ich auch jetzt hier markieren. Jetzt habe ich das Problem, jetzt irgendwie Zeug markiert, was ich hier nicht markieren wollte. Dafür gibt es kein Problem, dafür gibt es den Selection Filter. Jetzt hier noch ein bisschen was zur Bedienung. Ich habe jetzt irgendwie keine Toolbar oder so mit ganz vielen bunten Icons, die haben mir noch nie gefallen, weil die Icons sind ja meistens aussagekräftig. Dafür habe ich hier so, glaube ich, wie bei Blender, so ein Menü, mit dem ich eine Leertaste aufrufen kann, wo ich dann eintippen kann, was ich suche. Kann ich hier nach Selection Filter suchen. Kann ich jetzt hier einfach ankreuzen, ich will jetzt nur Pads auswählen. Nur meine Auswahl nochmal wiederholen. Jetzt wähle ich nur Pads aus. Kann die jetzt einfach zum Verschieben, kann ich dann wieder sagen, mit Shift M. Und wir sagen alle um meinetwegen minus 0,05 nach rechts verschieben. Und wenn ich es mit der Maus verschieben will, kann ich, drücke dann einfach auf M, dann kann ich die jetzt hier verschieben, kann das sagen, ich will nur ein X verschieben, nur ein Y verschieben. Und was ich jetzt hier gezeigt habe, mit dir, was dieses Tool hier kann, dieses Move-Tool ist im Schaltplan, Board, Symbol, überall dasselbe, weil alles dasselbe Editor ist. Oder ich kann natürlich auch einfach hier da in den Parameter-Editor das ändern und einfach hier sagen Apply to All, dann rutschen auch alle rüber. Also viele Wege führen nach Rom.
Dann machen wir jetzt mal so weiter mit dem Schaltplan-Editor. Dazu starte ich den Projektmanager. Ich sehe jetzt hier eine Liste von meinen letzten Projekten. Mache ich hier mal das Projekt auf, was meine Masterarbeit ist. Das ist ein X-Band-Transmitter. Jetzt hier ist schon ein recht komplexes Projekt geworden. Schaltplan-Editor habe ich, wie man es auch von anderen Editoren kennt, einfach mehrere Sheets. Und muss jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Keycard, muss da nicht hierarchische Blöcke machen. Kann einfach ganz ohne weitere Probleme hierarchische Schaltpläne machen. Manche Sachen sind anders, wie es man von anderen Software kennt. Wenn ich jetzt hier was auswähle, sehe ich hier, dass ich jetzt hier was von dem Netz. Mit dem Netz ist jetzt hier wirklich das Netz gemeint und nicht nur das Netzsegment hier. Das heißt, wenn ich jetzt mal so als Beispiel hier, sagen wir mal, ich will hier noch einen Upload-Kondensator hinmachen, dann kann ich hier auf Place Part drücken, in der Part-Browser auf, kann ich auch Favoriten definieren. Zum Beispiel hier so ein 100 Nano Fahrrad-Kondensator drin, platziere ich jetzt hier mal hin und lasse den da. Schließe ihn jetzt an. Zum Anschließen kann ich einfach auf den Pin klicken und wegziehen, muss keine Taste drücken. Schließe ihn jetzt da unten mal an. Schließe da oben auch mal was an mit einem Netz dran. Jetzt gehen wir das andere Software, das jetzt hier einfach Namen eintippen würde. Plus 2,5 Volt FPGA, kann ich hier machen. Aber es gibt eine Warnung. Ich habe ja schon mal ein Netz mit demselben Namen gehabt. Und stattdessen gibt es jetzt hier mehrere Tools, zum Beispiel das Tool Move NetSegments to OtherNet. Das heißt, guckt jetzt nach, welche Pins sind im Schaltplan mit dieser Linie verbunden und schiebt die auf das andere Netz. Ich kann jetzt hier einfach suchen nach meinem Netz plus 2,5 Volt FPGA und habe jetzt das Netz angeschlossen. Jetzt gibt es ja auch wieder eine Warning, weil das Netz ist ein PowerNetz. Und ein Powernetz braucht ein Power-Symbol. Dazu kann ich einfach auf PO drücken. O, weil P war schon Place Part, das ist halt der nächste Buchstabe geworden. Und kann jetzt hier mein Netz auswählen. Und jetzt kann ich es noch richtig hindrehen. Kann das jetzt meinetwegen hier anschließen. Und jetzt noch ein bisschen nach oben schieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding hier lösche, und das Netz löscht, dann verschwindet auch die Junction, weil eben alles aufgeräumt wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach hier in der Mitte losmal, dann wird die Junction da gelöscht und wird dahin verschoben, dass ich jetzt hier wirklich nur eine einzige Netzlinie habe. Das heißt, es wird praktisch dafür gesorgt, dass man das, was man hier in Linien sieht, auch das ist, was wirklich da ist und jetzt nicht irgendwie hat, die überlappen. Und wenn ich jetzt eine Linie lösche, zum Beispiel wenn ich jetzt die hier lösche, dann wird auch noch die hier gelöscht und wird nicht alles zwischendrin gelöscht. Der Vorteil, den ich jetzt hier habe, weil ich von Netzen weiß, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel versuche, dieses Netz hier zu verbinden mit dem Netz da unten, das geht nicht, weil es sind zwei Powernetze. Und Powernetze lassen sich nicht miteinander verbinden. Weil es macht keinen Sinn. Jetzt hier zum Beispiel zwei andere Netze verbinden wollte, gehe jetzt mal auf eine andere Schaltplanseite hier. Zum Beispiel jetzt irgendwie so das Netz hier mit dem Netz verbinden wollte, dann merkt es das und würde mich fragen, wie ich jetzt damit umgehen will, jetzt welches Netz ich in welches Netz reinmergen möchte. Und ein weiterer Unterschied ist, dass die Labels, die ich hier sehe, ist nicht so, dass das Label praktisch dem Netzsegment aufzwingt, jetzt hast du diesen Namen, sondern dieses Label da stellt einfach nur den Namen des Netzes dar. Die Idee dazu war, dass ich praktisch nicht diesen Prozessor Schaltplan, dann kommt irgendwas angelaufen und sorgt aus einer Netzliste, sondern dass ich praktisch den Schaltplan andersrum aus der Netzliste erzeugen kann. Die Idee dahinter war, dass ich dann auch andere Quellen für die Netzliste haben kann, wie jetzt zum Beispiel tabellarische Einträge, um jetzt Dinge einzuschließen, die jetzt für die Netzliste nicht so anbieten würden. Und ich auch immer
doch immer praktisch den Schaltplan mir das anzeigt, was in der Netzliste drin ist und nicht das und nicht jetzt irgendwas anderes. Jetzt noch eine Sache zu dem in den Parts und so. In dem Schaltplan und in der Netzliste selber habe ich erstmal nur Entities. Heißt, ich habe jetzt hier zwar so einen Widerstand, der hat jetzt 10 Kiloohm. Kann ich auch einfach jetzt hier mit dem Tool Assign Part, kann ich jetzt diesem Bauteil hier alle anderen Widerstände zuweisen, Bauteil zuweisen, dieselbe Entity haben. Das heißt, wenn ich jetzt, ich muss jetzt nicht das Ding erst löschen und Neues einfügen, ich kann einfach ein Rechtsklick gehen, damit Wert und praktisch auch Bauteil wechseln. Solange es dieselbe Entity hat, das heißt, jeder Widerstand soll auch dieselbe Entity haben, eigentlich normalerweise kein Problem. Auch wenn ich was platziere, muss ich nicht gleich ein Part platzieren, ich kann einfach das Tool Place Component nehmen, kann hier jetzt einfach einen generischen Widerstand platzieren und kann mich dann später entscheiden, welchen Wert der haben soll. Kann mich hier auch nochmal schön sehen, wenn ich jetzt den Widerstand hier nehme und ihn drehe, der Text wird immer entsprechend ausgerichtet, dass der Text immer horizontal ist und jetzt nicht komisch anderweitig dasteht. Genau. Ansonsten gibt es im Schaltplan Editor noch Busse. Jetzt mal an dieser Stelle hier verwendet. Ein Bus ist wirklich auch was, das in der Netzliste gibt. Und nichts, was jetzt einfach nur sowas im Schaltplan hingemalt ist. Also gibt es noch hier dieses Tool, kann ich hier im Bus-Tool nachgucken und sehe jetzt praktisch hier den Bus-Duck-Data mit den entsprechenden Bus-Membern, die dann praktisch immer einzelnen Netzen zugeordnet sind. Außerdem kann der Schaltplan auch die differenzielle Pärchen. Das geht jetzt, wie vieles andere, nicht über den Namen, sondern ist praktisch wirklich im Schaltplan in der Netzliste drin. Dazu, wenn ich jetzt ein Netz als differenzielles Paar markieren will, markiere ich einfach beide Netze, die ich haben will, und drücke dann da auf Set Div Pair. Dann habe ich Div Pair erzeugt, ohne jetzt irgendwie mich an die Namenskonvention halten zu müssen. Ein Netz ist Div Pair von anderem. Sieht man jetzt bei den Netzen, die Namen haben, besser. Sehe ich jetzt hier Div Pair D0, hier Data D0N gehört zu D0P und andersrum. Genau. Mache ich das mal rückgängig wieder. Zum Schaltplan soweit Fragen? Du hast ja am Anfang gesagt, dass man hierarchische Schaltpläne machen kann. Nee es geht noch nicht. Ach so, nee, das geht nicht, sondern bloß verschiedene Pläne, die dann mit gleichen Netznamen verbunden sind, oder wie sind die jetzt verbunden? Das praktisch ist alles dieselbe Netzliste und das heißt, das Netz wird einmal in der Netzliste angelegt, dann kann ich es auf jedem Schaltplan dort verwenden. Okay. Das heißt, da gibt es keine Art von Hierarchie irgendwie im Schaltplan aktuell. Okay. Hast du was geplant? Also auch so Channel-Zeug in Altium zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel gibt es das ja, dass ich dann halt, was ich, durch Zeug-Thema das gleiche habe? So Hierarchie steht auf meiner To-Do-Liste. Aktuell ist halt die Entwicklung so davon getrieben, was ich halt aktuell brauche. Ja. Das Board hat nur einen Kanal und ist auch sonst nichts, was ich jetzt für Hierarchie anbieten würde. Mhm. Wenn ich es dann mal irgendwann brauche, dann wird es auch kommen. Okay. Aber zu dem Feature mit mehrmals gleicher machen, da habe ich noch was, zeige ich dann später. Okay, danke. Und eine Sache noch, ich kann jetzt auch hier im Schaltplan die Netzklassen vergeben, die dann im Board wichtig werden. Dann machen wir doch mal das Board auf. Das sieht aktuell so aus, ist jetzt schon recht weit gedient, aber fehlen noch einige Dinge, so ein paar Werte muss ich mir noch ausrechnen und fehlen noch ein paar LEDs. Das Ganze ist jetzt ein Transmitter für den X-Band-Bereich. Der besteht jetzt eigentlich, das zeige ich noch mal im Schaltplan kurz,
besteht jetzt aus dem FPGA, der auch aus dem FPGA, der mir Daten erzeugen kann für einen digitalen Analogwandler. Nach dem digitalen Analogwandler kommt dann noch ein Filter gegen Mischprodukte, eher gegen Aliasprodukte. Das Ganze auf einen Up-Converter, so ein Teil von NOC Devices, was direkt von IQ Baseband auf mehrere Gigahertz abkonverten kann. Und das Ding erhält den Takt aus einer PLL raus. Also jetzt alles recht straightforward und baut halt noch eine ganze Ecke Spannungsregler drumherum. Sehen wir jetzt hier auch nochmal im Board, damit FPGA, DA-Wandler, Up-Converter und PLL. Und der Rest sind große Spannungsregler und unten haben wir noch ein Interface von USB nach SPI, um den ganzen Register da drin dann zu programmieren. Genau, im Board habe ich mittlerweile den KiCad-Router integriert. Ich kann hier einfach starten, indem ich jetzt einfach von dem Punkt mit der Maus wegziehe. Der funktioniert genauso wie der KiCad, das heißt, der macht keine DHC-Fehler, läuft automatisch um Dinge rum, wie man es eben von KiCad kennt. Ist der Router 1:1 integriert. Es war recht einfach, weil der Router von KiCad war unabhängig von KiCad selber gehalten. Das heißt, er hat sein eigenes Datenmodell von Tracks, Pads, Vias, etc. Das Einzige, was ich machen musste, war dann praktisch so ein Interface zu schreiben, was meine Datenstrukturen auf die Datenstruktur von dem Router umwandelt und dann auch die entsprechenden Änderungen, die der Router machen will, dann auch durchführen kann. Von dem Router habe ich auch das Routen von differenziellen Pärchen implementiert. Jetzt habe ich hier zwischen so ein differenzielles Pärchen von einer Taktleitung, kann ich mal einfach löschen. Das hier mit groß X, differenziellen Router starte, route ich einfach beide Pärchen, wie man hier jetzt auch vom KiCad differenziellen Router kennt. Also alles, was ihr, wenn ihr schon irgendwie KiCad benutzt und den Router gut findet, werdet ihr euch bei mir auch heimisch fühlen, weil alles, was in dem Router geht, habe ich mittlerweile auch eingebaut. Also auch das Verschieben von Tracks interaktiv mit Ausweichen, einfach hier jetzt auf Drag drücken, dann weicht er eben die Tracks aus und macht halt auch Buschen scharf. Das Ganze wird gesteuert von den Regeln. Die sind so ein bisschen an das angelehnt, wie es in Altium ist. Das heißt, ich habe für jede Regel kann ich mehrere Instanzen haben, die einfach von oben nach unten evaluiert werden. Und das Erste, was zutrifft, wird genommen. Eine Regel kann jetzt zutreffen, entweder auf Netz, auf das Netz, die Netzklasse oder den Netznamen mit dem Regex. Und in Regeln habe ich sowas wie jetzt hier die Lochgröße. Ich sagen kann, dass ein Loch eine bestimmte Größe nicht unterschreiten darf. Dann Trackbreite. Jetzt hier auch für verschiedene Layer. Die Trackbreite selber. Steht im Track drin, außerdem steht im Track drin, ob die Breite aus den Regeln kommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Breite für das Default-Netz, jetzt zum Beispiel hier im Layer in der 2N auf meinetwegen 0,28 mm und jetzt hier auf Apply drücke, dann wollte man das hier aber jetzt nicht von den Regeln abgeleitet. Nicht mal den hier. Genau. Dann wird es überall angewandt. Das heißt, wenn ich jetzt mich daran halte, es überall von den Regeln zu übernehmen, kann ich es an einer Stelle ändern. Dann wird es im ganzen Board übernommen, wenn ich hier auf Apply drücke. Weiteres Wichtiges ist natürlich Abstand zwischen verschiedenen Kupferfeldern. Kann ich jetzt praktisch matchen auf praktisch zwei Netze. Hier zum Beispiel jetzt hier der Abstand von 100 vom Tracks in der Netzklasse 100 um differenzieller zum Netzmasse. Habe jetzt aber jetzt hier festgelegt, dass ich da zu den Planes einen höheren Abstand haben will. Also alles, wie man sieht, sehr flexibel und war bis jetzt auch alles sehr hilfreich. In den Parametern kann ich einstellen wie zum Beispiel so Parameter wie jetzt den Abstand von der Lötstoppmaske zu den Pads. Wird dann von den Packages und Pads dann entsprechend umgesetzt. Meine Wires kommen auch aus den Regeln raus. Das heißt, wenn ich dem Wire sage, ich soll die Maße aus den Regeln nehmen, kann ich die hier einmal einstellen, auf Apply drücken und übernimmt das Wire die Maße. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie feststelle, habe ich doch irgendwie alles falsch gewählt, hier einmal ändern, auf Apply drücken, ist drin.
Auch habe ich den Abstand implementiert von Kupferflächen zu anderen Flächen oder zu anderen Dingen, zum Beispiel zur Bordkante oder zu Löchern, die nicht plattiert sind, also sprich mechanischen Löchern. Also das Ganze mit den Regeln gibt es nach meinem Stand noch in keinen anderen so Open Source EDA Software so flexibel. Die Planes werden auch aus den Regeln definiert. Jetzt so Dinge wie jetzt mit minimale Breite oder ob die beim Freirechnen runde oder spitze Ecken bekommen sollen. Diff Pairs, wie man es auch aus GigaD kennt, mit Trackbreite, Gap und Wiregap. Die Regeln werden zum einen benutzt jetzt vom Router oder beim Berechnen von Polygonen, aber ich kann auch praktisch DRC damit machen. Das geht jetzt seit einigen Tagen auch multithreaded, weil ich muss dafür wird das Board praktisch in Polygon umgewandelt. Das heißt, alles passiert sich auf meinen Tracks, Pads, etc. wird alles zu Polygonen umgewandelt. Und dann wird praktisch da einfach berechnet, wird das Polygon ausgedehnt und wird geguckt, schneidet sich mit einem anderen Polygon oder nicht. Das Ganze hat natürlich eine recht hohe Komplexität, so quadratisch ungefähr, aber lässt sich auch sehr gut parallelisieren. Genau, und jetzt sehe ich auch, wenn ich hier draufklicke, sehe ich dann auch gleich, wo mein Fehler ist. Inklusive jetzt hier gelb markiert, der Bereich, den den Fehler verursacht hat, ist praktisch so Abfallprodukt. Wenn ich die Polygone schneide, sehe ich ja gleich, was die Schnittfläche ist. Dann, wie anfangs erwähnt, habe ich mittlerweile auch schon 3D-Integration. Dazu wird auch, wie auch beim Design Rule Check, das Board in Polygone umgewandelt. Die werden jetzt hier eben in 3D dargestellt. Und ich kann auch die 3D-Modelle laden. Das geht jetzt, dazu habe ich mich auch bei KiCad bedient und habe den Code von KiCad zum Importieren von Stability von OpenCascade bei mir eingebaut. Das ist wirklich kein sehr schöner Code, weil OpenCascade ist eine Library, wie man sie sich im Albtraum vorstellt, so halt so C++ aus den 90ern und so. Genau, jetzt kann ich hier mein Board in der Vorschau sehen, kann gucken, ob überall Lidjob-Maske etc. passt. Kann jetzt hier auch einzelne Dinge auswerten, zum Beispiel den Silkscreen, wenn der mir noch nicht gefällt. Und kann auch das Board auseinanderziehen, um jetzt die einzelnen Lagen zu sehen. Sieht ganz schick aus und hat Spaß gemacht zu bauen. Damit kann ich hier noch mal kurz, dass ich hier die ganzen Airwires weg habe, die Polygone berechnen lassen. Drücke ich einfach auf Q dafür, dauert ein bisschen. Ist jetzt seit kurzem auch multithreaded, muss ich noch ein bisschen noch committen, was ich da gebaut habe. Dann geht dadurch schon mal deutlich schneller. Ich kann einmal auf Update drücken, dass es auch drin ist. Jetzt hier unten in meine ganzen Kupferflächen da. Das ganze Rendering jetzt von der 3D-Darstellung hier, wie man es selten kann, mit OpenGL gemacht. Dazu wird auch einiges in den Shadern berechnet, weil. Warum auch nicht? Die Grafikkarte hat man eh. Dann wäre es gut, wenn man es auch sinnvoll benutzt. Das heißt, jetzt weil alles hier recht stark, recht planare Strukturen sind, stehen praktisch aus zwei Dingen. Einmal oben praktisch aus Decke und Boden. Das sind einfach Dreiecke, die jetzt davor und dafür trianguliert werden. Die werden dann im Geometry Shader verdoppelt, dass ich praktisch eins oben, eins unten habe, dass ich nicht so viele Vertices hochladen muss. Nochmal ein Shader, der praktisch die auf die Wände malt, dass jetzt hier an der Seite auch das Board auch zu ist. Dazu schiebe ich praktisch einfach die Koordinaten von der Kontur rein und der Geometry Shader macht mir praktisch meine Dreiecke raus, die nach unten wie so ein Vorhang gehen und dann die Seiten zumachen. Und wie erwähnt, für die 3D-Modelle, die werden mit Hilfe von OpenCascade trianguliert, dass ich einfach nur einen Satz von Dreiecken habe. Und die werden dann mit einem Draw-Call pro Modell und Instancing gerendert, dass auch alles halbwegs effizient ist. Außerdem kann ich auch mein Board als Step exportieren. Gibt es jetzt den Yellow Key dafür, das habe ich schon mal gemacht, weil das rechnet recht lange, wenn es jeweils die ganzen Löcher in das Board reinhauen muss, weil dann das Board einen Freak hat.
und könnte jetzt darauf basierend mein Gehäuse designen. Last but not least kann ich natürlich auch exportieren nach Gerber, um es dann letzten Endes auch herzustellen. Das Ganze geht ziemlich schnell und kann jetzt einfach mit GerbView kann jetzt hier mit GerbView mein Board angucken und ist alles da, wie ich es auch im Board Editor hatte. Das Gerb habe ich auch schon mal mit mehreren GerberViewern durchprobiert und hat sich nach ein paar Fixes keiner darüber beschwert, also weil sicher, dass das Gerber auch mittlerweile auch halbwegs standardkonform ist. Ausblick, wie es mit dem Projekt weitergehen soll. Wie gesagt, aktuell benutze ich das Projekt für meine Masterarbeit, das heißt, der Entwicklungsfokus liegt aktuell darauf, die Features zu bauen, die ich brauche, um die Masterarbeit auch fertig zu machen. Und was danach so kommt, wird man dann sehen. Und wenn Leute irgendwie aus der Community Vorschläge haben, die ich jetzt für sinnvoll achte und die auch halbwegs einfach umzusetzen sind, dann werden die auch eingebaut. Und bis jetzt gibt es noch kein Release. Das ist dann so für ungefähr Ende vom Jahr geplant, wenn die Masterarbeit dann noch rum ist. Kann man sich mal gucken, welche Features möchte man noch bis ins Release drin haben, die Features noch entsprechend aufräumen. Und dann denke ich mal, Ende vom Jahr könnte dann vielleicht durch Congress oder so in den Release kommen. Dann haben wir jetzt noch 10 Minuten. Gibt es noch Fragen? Ja, wenn man differenzielle Paare routet, werden dann die Regeln weiterhin eingehalten? Also ich kenne das aus KiCad, wenn du den KiCad-Router benutzt, ich kenne das aus KiCad so, dass die Tracks dann öfter auseinanderfliegen, weil das Scharf-Tool nicht weiß, was ein differenzielles Paar ist. Funktioniert das? Nö. Okay. Weil ich habe ja, also was da in dem Router bei KiCad nicht funktioniert, das tut auch bei mir nicht, weil es ein weiterer Router aus KiCad. Aber ich habe ja so ein Tool hier, wenn ich die verschieben will, das heißt Drag and Keep Slow, einfach mit Shift-G aktivieren. Das macht zwar kein Online-DAC, aber dafür werden die einfach ganz dumm bleiben, einfach beieinander. Okay. Oder man kann sie natürlich auch einfach mit Shift-C sperren, mit LC sperren, die Tracks. Dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier scharf aktiviere, dass die dann nicht weggeschoben werden. Also ja, wie in KiCad auch. Jetzt, da habe ich es auch nicht vor, groß weiterzubauen, weil das Zeug ist schon irgendwie sehr komplex und übersteigt das, was ich eigentlich davor habe. Noch Fragen? Also ich bin ziemlich beeindruckt. Danke. Ja. Also, ist cool. Applaus.